Herzlich willkommen zurück bei Shadow of the Tomb Raider. Da klettert etwas. Und ja, wir sind jetzt anscheinend im Dschungel angelangt. Uns friert es anscheinend sehr. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wo wir hin müssen. Im Dschungel, im Sumpf rumzulaufen, ist immer eine gute Idee. Boah, das sieht einfach so geil aus. Einfach nur der Wahnsinn. Miguel! Oh, das sah nicht so freundlich aus. Ich sollte nicht so rumschreien. Nicht gerade die Aufmerksamkeit auf uns ziehen. Wäre nicht gut. Was? Das könnte ich gebrauchen. Das bewahre ich für später auf. Da hinten war auch noch was. Was war das? Hat gerade was geknurrt. Jonah! Hört mich jemand? Hallo? Oh, cool. Jemand da? Gehen wir da lang. Wo sind sie? Ich muss sie finden. Ja, die sind ja viel früher als du abgestürzt. Außerdem war die doch nur mit Jonah da. Mit dem Kapitän, der ist ja aber unterwegs gestorben, also. Auf wen hofft sie? Boah, geil. Der Berg mit Silberkrone. Ich bin fast da. Da drüben ist jemand. Ich muss dorthin. Das war so klar. Kann ich darüber springen? Hey. Oh. Die Eier lässt du liegen. Brav. Hey, da komme ich doch nie bis hinter. Okay. Oder doch? Hallo, ich bin Tarzan, ich bin dein Freund. Ich unterhalte mich jetzt mal mit denen. Kann ich auch darüber springen? Nein, kann ich nicht. Ich wollte es mal ausprobieren. Ups. Entschuldigung. Ich halte mich ab sofort strikt an den Weg. Also da darfst du nicht so... Hey, das Nest ist weg. War doch vorher noch ein Nest. Ist sie verrückt? Brüllaffen. Oh. Jetzt auch laden? Ich lasse es, okay? Nicht, dass ich nochmal nachladen muss. Yeah. Oh. Ein Feuer. Hier muss jemand sein. Hallo? Jonah! Miguel! Hört mich jemand? Wo seid ihr?
Achso, ich habe kein Messer. Das ist mal blöd. Was gibt's denn noch so? Oh, ich hätte nicht gedacht, dass der Sturm so heftig wird. Es ist alles meine Schuld. Ich hätte auf Jonah hören sollen. Ich hätte den Dolch niemals nehmen dürfen. Ich hoffe, dass sonst niemand verletzt wurde und kein anderes Dorf zerstört wurde. Ich muss diese Katastrophen stoppen, bevor es zu spät ist. Ja, das wäre nicht schlecht. So. Ah, die hätten schon einen eigenen Cursor machen können, finde ich. Aber okay. Fähigkeiten. Ja, gut, das kann ich mir denken. Alter. What? Krieger, Sucher, Sammler. Sucher, sind die Herausforderungen? Ich darf mal anfangen bei Sammler. Drei Fähigkeitspunkte habe ich. Was? Nein, wollte ich noch nicht. Sorry. Aber das habe ich doch schon, oder? Ah, okay. Also ich kann gerade nur die blau markiert sind. Was ist denn das? Sie fallen nie, wenn sie nach Kanten greifen. Nee, das brauche ich glaube ich nicht. Ich lese das gerade alles. Herztreffer. Pfeilgift und Toxin von Spinnen und Käfern zu sammeln. Sprünge, Landungen und Stürze sind leiser. Das wäre natürlich auch nice zum Schleichen. Automatisches Blinden von Feinden nach lautlosen Kills. Ja, das ist natürlich... Sie können schneller schwimmen. Führen Sie lautlos Kills durch, ohne Alarm auszulösen. Ja, da überlege ich nicht. Erledigen Sie nach lautlos Ausschalten einen zweiten Feind, um eine Ausschaltkette durchzuführen. Ja, das gefällt mir doch. Drücken Sie F, um nach dem lautlos Ausschalten einen weiteren Feind zu erledigen. Okay, passt. Ja, dann haben wir eh schon alle aufgebraucht. Kein Zugriff. Nein, da will ich nicht lang. Ein Teil des Flugzeugs ist hier gelandet. Meine Sachen sind in der Fracht. Ich muss sie losschneiden. Ich wollte erstmal hier runtergehen. In dem Teil des Wracks könnten scharfe Metallteile sein. So, jetzt. Jetzt gehen wir zum Teil des Frachters. Ohne Werkzeug kann ich das nicht öffnen. Ach so, wir müssen zuerst zum Frachter. Dann klette ich da mal hoch. Hä? Ich brauche was zum Durchschneiden. Kletter halt hoch. Oh, hier im Dschungel gibt es so viel zu sammeln. Okay. Kommt's auch nicht hoch. Aber das kannst du mitnehmen. Lass mich in Ruhe. Oh, dem geht's nicht mehr so gut. Hey, wo ist der hingerannt? Ach, da rein.
Kann ich eigentlich jetzt schon was craften? Irgendwie Eats oder sowas? Nee. Nee, ich glaube nicht. Was ist denn das? Ha. Giftbeere. Und noch eine Giftbeere. Kann ich da hoch? Ach so, ich kann wieder darüber. Wo komme ich da hin? Aha, da komme ich hin. Tja, jetzt darüber. Die Beere. Dann muss ich... Ja gut, da springe ich wieder runter, ne? Das hat sie ja jetzt irgendwie vollgebracht. Ein bisschen zum Sammeln, aber... Viel war da nicht. Aber hier. Ey, sag mal, wie viele Giftbeeren sind denn da auf den Bäumen? Oh. Hier bin ich, glaube ich, richtig. Obwohl, komme ich auch wieder nicht durch. Fehlende Ausrüstung. Ah, hier muss ich dann am Ende hin, wenn ich die Sachen habe. Schauen, ob ich mir es merke. Oh, ein Hase. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Ach. Dann da. Ach, vielleicht Gott. Ein Teil aus dem Wrack. Hm. Hey, die hätte, ich dachte, hinter zu den Kisten springen. Aber gut, dann so geht's auch. Dann kann ich das durchschneiden. Hä, die hat doch gerade. Hä, wo ist denn das überhaupt hin? Ah, da lag doch noch was. Was ist das? Hey, was ist denn das jetzt gewesen? Ach, ich komme da hoch. Okay. Gehe ich auch wieder nur mit Messer? Kann ich auch nicht durchschneiden. Aber hier ist wieder eine Giftbeere. Blumenpflückerin. Ah ja. Okay. Alter, der hat mich jetzt gerade erschrocken. Ich habe hier nicht so ganz den Überblick gerade, wo ich hier so rumstolziere, wo ich schon war und wo nicht. Kann durchaus sein, dass ich mich da doppelt und dreifach mal in eine Gasse verirre. Oh. Guck, da ist ein Totenkopf auf dem Boden. Ach, tauchen, oder? Geht ja auch, ne? Na, tauch. Ah ja. Haha. Das Vieh schon wieder. Hier noch irgendwas? Nö. Also. Auf nach oben. Das meine ich mit dem im Sumpfgebiet im Dschungel. Würde ich mich nicht aufhalten wollen. Jetzt kann ich die Dinger durchschneiden. Was fange ich? Hä, wo bin ich denn? Ach so, ich bin hier unten. Da fange ich da oben an, wollte ich sagen. Lalalalalalalalala. Ah, was kriege ich da? Federn!
Jawoll. Gut, aber es ist stumpf. Ich muss es irgendwie schärfen. Ey, ehrlich. Also ein Bergungsgut habe ich ja schon. Und wo waren denn die anderen? Ich glaube, am Anfang irgendwo war noch was. Wo ich hergekommen bin. Was ist das? Nö. Hab ich vorhin übersehen. Ah ne, da war nur das Sammelobjekt, ne? Kein Bergungsgut. War nur Bergungsgut. Nur das Sammelobjekt, kein Bergungsgut. So rum. Halt. Das ist nützlich, aber ich brauche mehr. Ach da, ich seh's. Hier war's. Genau, was ich gesucht habe. Nur ein bisschen zu wenig. Hey, sie steht 1 von 3. Ich hab doch schon 2. Ah ja, jetzt. Und jetzt, komm. Ich hab alles, was ich brauche. Jetzt zurück ins Lager. Achso, hier geht's ja dann weiter, wenn ich... Was? Was stand da? Naja, das haben wir ja schon gemacht. Es muss schärfer sein. Ach so, ich muss es erst am Lager schärfen. Ach so, okay. Verstehe. Ah, jetzt haben wir auch keinen Zugriff auf die Fertigkeitspunkte. Jetzt direkt ins Inventar. Das Messer. Herstellen wir... Ja, natürlich wollen wir das herstellen. Erhalten. Okay, wunderbar. Was gibt's da noch? Schauen wir da mal... guck mal, die kann sich da umziehen. Sie hat die hat eine ganze Garderobe dabei. Seht ihr das? Oh, der... Original Tomb Raider Charakter. Ha, wie cool. Aber das könnte man mal machen, ne? Torso? Ach so, und dann gibt's auch noch... Hä? Ach so, das ist das Originale. Was kann man noch da? Ach, da, die ganz alten... Ja, ganz ausgerüstet. Hat's alles dabei. Und jetzt... Ach, ich dachte schon, das Spiel ist abgeschmiert. Alter, wieso habe ich so viele... Cool. Sieht ein bisschen aus wie Indiana Jones hier. Schauen wir mal da durch. Ui, sehr hübsch. Und da im Jogging, in der Jogginghose. Okay. Wäre schon irgendwie cool. Aber ich glaube, ich bleibe im Originalen erstmal. Gut. Halt, da war ja noch was. Ausrüstung. Ach, ein Seil. Okay, ja gut. Hammer. Fertigkeiten haben wir ja schon gemacht. Ah, wir haben wieder eins. Das brauche ich zwei. Was war das? Sie können schneller schwimmen. Das war auch cool. Komm, passt perfekt. Weil dann brauchen wir die nicht immer extra plündern. Und jetzt haben wir die lautlose Kills. Und wenn wir automatisch einen lautlos killen, dann super. Das müsste scharf genug sein. Weil sie benutzt das Messer eigentlich nur als Hebel, aber es muss scharf sein. Das ist wichtig.
Das ist echt wichtig. So. Irgendwas hält die Vorräte noch. Naja. Hab ich irgendwas immer noch, so ein Seil. Hopp. Daneben gesprungen. Ja. Meine Ausrüstung, endlich. Yeah. Nein, nicht ins Wasser. Da sind komische Viecher drin. Oh. Ein wunderschöner Bogen. Warum habe ich nicht alles zusammengepackt? So, fehlen die Pfeile jetzt, oder? Miss Croft? Jemand da? Kommen! Miguel! Wo bist du? Verdammt! Hä, welcher Miguel? Hm, okay, gut. Sehen wir halt an. Ich glaube, wir haben hier schon gut gesammelt. Ah, da haben wir noch ein bisschen Holz. Ja, weil wir uns wahrscheinlich Pfeile craften müssen. Achso, doch, wir haben ein paar Pfeile. Hey. Okay. Was war denn das da hinten? Wo war denn das? Das war hier. Ha, sofort gefunden. Ach, das ist so ein Grab. Hm. Kriegen wir das auf? Nee, ich benötige eine Kletteraxt. Habe ich aber nicht. Komm einmal mit einem kräftigen Tritt entgegen, dann geht es schon auf. Oh nein. Ich sehe gerade. Wo ging es jetzt weiter? Gibt es eine Map eigentlich? Ah ja, Tatsache. Was ist das? Basislager, okay. Grab, das haben wir gefunden. Können wir aber nicht machen, weil uns die Kletteraxt fehlt. Herausforderungen. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Könnten uns ein bisschen jagen gehen. Aber... weiß ich jetzt nicht. Ja, hier ist noch Bergungsgut. Ich bin mir gerade nicht sicher, aber in OBS, wenn ich schnell laufe, ruckelt es ein bisschen. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich werde jetzt die Aufnahmen einfach zu Ende machen und nochmal gucken, was da los war. Ich glaube, das gleiche Problem, so ein ähnliches Problem hatte ich schon mal in Sniper Elite. Als war ich nicht jagen, ne? Kann ich es wieder losschneiden? Damit nur keiner hinterherkommt. Keiner auf dumme Ideen kommt. Miguel! Das gefällt mir gar nicht. Miguel! Wo bist du? Oh nein. Miguel? Miguel? Tja, das war aber kein Mensch. Das sieht eher nach einem Dschungeltier aus, der ein bisschen Hunger hatte. Ganz offensichtlich gibt es in jedem Erdteil einen eigenen Mythos über eine zweibeinige Kreatur, die im Wald lebt. In dieser Gegend kennt man sie als den Sisimite, den Hüter des Waldes.
Er wird als großes affenähnliches Wesen beschrieben, das männliche Menschen angeblich sofort tötet, während es Frauen in seine Höhle bringt, um sich mit ihnen zu paaren. Okay. 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 Ich wüsste jetzt nicht, was mir lieber wäre. Mann oder Frau? Als Frau ist dann auch eine Chance wegzukommen. Aber wenn nicht, ne, dann... Ja. Bumst dich mal der Affe, ne? Miguel! Wee. Ja, Gott sei Dank kein Affe, ne? Oh, ich nehme das mal ganz stark zurück. Das war ja mal blöd. Heilige Scheiße. Kriege ich das runter? Jo. Muss ich vorsichtig sein. Ach, sage bloß. Verdammt! Ja, ich kann... Ich habe vergessen, wie man einen Schuss abbricht. War natürlich jetzt Pfeilverschwendung. Oh, dass die weg sind, das wundert mich, dass die mich nicht... Das sieht aus wie eine Kampfarena hier. Ja, das ist es. Nein. Lass mich in Ruhe. Oh. Oh, ich habe einen Affen gekillt. Ah, hinter mir, hinter mir. Das funktioniert. Ja. Mit C weicht man aus, da kann ich es auch ein bisschen verscheuchen, also abbrechen. Oh Gott! Wo kommen die immer her? Oh, das war auf dem Boden. Keine Pfeile mehr? Was halten Sie? Aua! Boah, Alter. Was? Der hat mich erwischt. Nein, 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 nein. Wo könnte. Da kommen gegen zwei gleichzeitig. Ist schon arg. Ich finde, am Anfang hätten wir wenigstens nur einen machen können. Schlaftigerchen. Oh, guck mal, wie süß. Ich kuschel mit einer großen Katze. Ey, da war ein zweiter. Ich darf mich nicht so ausruhen.
bin gerade nicht sicher, ob der jetzt froh drüber ist, dass der andere tot ist, oder ob er jetzt traurig war, dass er irgendwie sein Partner tot war. Okay. Was? Ach so, und da kann man Pfeile herstellen. Gott sei Dank habe ich so viel gesammelt, ey. So, das reicht erst. Nee, komm, maximal mag ich erreichen. Hab's, glaube ich, das Maximale. F1, um sich zu heilen. Aha. Ah ja, okay. Ach, guck, da ist gleich so ein medizinisches Ding. Ein paar Plättchen. Gucken wir mal, hier gibt's noch was. Hier war auch noch was. Ah, ein bisschen. Da hinten ist noch was zum Sammeln. Ich sammle, ich versuche echt alles das mitzunehmen, was geht. Weil, wie ihr jetzt gesehen habt, kann es auch sehr mal schnell sein, dass du ganz viel brauchst. Oh, was war da? Ah ja, wieder Federn. Vor allem mal so Pfeile gehen mal bei sowas ganz schnell aus. Und ich mache die Folge auch nicht so lang wie die erste Folge. Also es ist nicht geplant aus, das passiert aus Versehen. Aber ich gehe mal davon nicht aus, weil jetzt haben wir eigentlich ein relativ gutes Ende. Was ist denn hier? Komme ich nicht hoch? Halt. Da auch nicht. Von da komme ich. Da ist der... Da ist er lang gegangen. Komme ich da hoch? Nee, ne? Ne, komme ich auch nicht hoch. Gut, dann da, zum Baum hier komme ich auch nicht. Ne. So, gehen wir mal schnell hier hoch. Oh. Das gehört zu dem Wrack. Jonah! Stimmt, da war er drin. Er war im hinteren Teil drin. Oh, da ist ein großer Vogel. Seht ihr den? Da? Da. Ein Baum, wo meine Spitze vom Bogen ist. Da kommt er gleich wieder. Hier. So. Oh, das ist schönes Wasser. Da gehe ich baden. Da sehe ich alles. Schön sauberes. Blauer Frosch. Mal einen Fall wieder haben. Nee, blaue Frösche, nee. Nee, den traue ich nicht. Aus Sicherheitsgründen. So. Da hoch? Nee. Muss doch wahrscheinlich weitergehen. Oh, es ist schön. Oh, hier will ich bleiben. Schön hier. Da ist wieder so ein blöder blauer Frosch. Es gibt bestimmt ein Achievement, wenn ich so alle blaue Fröschen kill. Ist das ein Spider? Ih, das war eine Spinne. Oder sowas ähnliches. Bringt aber Erfahrungspunkte, wenn ich so Frösche töte, also. 1. August. Wir finden heute Nacht keinen Schlaf. Der Dschungel ist aufgebracht und auch der Mond versagt uns seine Unterstützung. So tief im Urwald schweift die menschliche Vorstellungskraft endlos durch die Dunkelheit. Ich kann hören, wie der Dschungel um mich herum atmet. Sein tiefes Grollen lässt den Boden unter uns erzittern und seine manische Energie raschelt in den Bäumen über uns. Der Schlaf liegt wie Blei auf unserer Suche und übermannt uns in den ungünstigsten Momenten. Einmal ist Vater während des Laufens eingenickt, die Hand gerade noch an seinem Wanderstab. Wir haben keinen Proviant mehr und ernähren uns nur noch von Beeren und Regenwasser. Und doch sind wir beide zu dickköpfig, um aufzugeben. Ich fürchte, genau diese Sturheit, die uns bis hierher gebracht hat, könnte auch unseren Tod bedeuten.
Tja, Lara ist nicht anders. So. Oh, kann ich das aufheben? Nö. Weil die geleuchtet hat, dieses Viech da. Naja, das leuchtete. Kann ich das nicht aufheben? Nö. Aber die Frösche leuchten nicht, ne? Merkwürdig. Ich weiß es nicht. Das Problem ist, ich weiß gerade nicht. Ich glaube, der offizielle Weg ist in die Höhle. Deswegen... würde ich gerne mal tauchen. Gelbfarbiges Riedgras, welches unter Wasser gefunden wird, verbessert die Konzentration. Aha. Ah, schau an, liegt auch ein bisschen was vom Flugzeugfrack. Ah ja. Muss ich mich ein bisschen immer wieder reinkommen, weil ich spiele momentan parallel noch ein bisschen Assassin's Creed Odyssey. Privat. Ja, das ist natürlich ein relativ ähnliches Spiel. Also, es ist überhaupt nicht wie Tomb Raider, aber von der Steuerung, vom Gameplay her, also klettern und also viel klettern, schwimmen. Und da ist das Problem, dass die Schwimmsteuerung anders. Nö. Hey! Warum hat sie sich da jetzt nicht festgehalten? Was soll denn das? Achso, da lang. Ach, das ist wieder so ein Grab. Ja, ist aber gut, wenn wir die Gräber schon mal jetzt entdecken, weil dann können wir später zurückkommen und die alle machen. Und dann brauchen wir die nicht suchen. Yay. Weiß gar nicht, ob ich jetzt erstmal runtergehen soll. Achso, nee, von da komme ich ja nicht. Von da komme ich. Das Flugzeug! Jonah, bist du da? Jump! Yay! Oh, die Kletteraxt. Da können wir das Grab doch jetzt machen. Jetzt kommt der Affe. Nee, doch nicht. Ich dachte, du wärst tot. Hey, weißt du, was mit Miguel ist? Er hat's nicht geschafft. Hey, das weißt du gar nicht. Was ist mit deinem Arm? Ach, irgendein Parasit. Ich habe nach Beifuß gesucht, aber der wächst hier anscheinend nicht. Zeig mal her. Oh, hey, was hast du vor? Wenn wir ihn nicht rausholen, wird es nur noch schlimmer. Setz dich. Und du weißt, was du tust? Ich hatte schon mal was Ähnliches damals, als Kind in Ägypten. Und um ehrlich zu sein, es wird wehtun. Glaubst du, dass dieser Sturm vorhin der Sturm war? Von der Wandmalerei? Ich weiß es nicht. Vielleicht sollten wir kurz Pause machen und nachdenken. Wir wollten mit dem Kopf durch die Wand und sind voll in den Sturm reingeflogen. Ich hätte nicht erwartet, dass es so schlimm wird. Ich hätte aber auf einen Abbruch bestehen sollen. Ich verstehe dich ja. Du stürzt dich auf ein Problem und dabei wird alles andere unwichtig.
Jonah, Ich... Hey. Ich bin bei dir. Das ist meine Entscheidung. Zumindest meistens. Aber wenn wir tot sind, wer verhindert dann die Katastrophen? Wer würde Trinity aufhalten, wenn nicht wir? Manchmal denke ich, dass ich weitermachen muss und dass ich alle enttäusche, wenn ich nicht weitermache. Aber eben ging es nur um ein paar Stunden. Wir hätten umdrehen können. Das Vieh hat einen Namen verdient. Okay. Eli, mein Cousin, hat mich immer bis aufs Blut geärgert. Mach's gut, Eli. Bäh, sowas in sich haben. Ist es ekelhaft. Danke. Wir sollten gehen. Wenn wir Kuvak Jako gefunden haben, können wir uns endlich ausruhen. Klingt gut. Ich denke, eine man sieht das harte durch Landung. Die Ranken da drüben. Halt, ich mag mich erstmal umschauen. Da ist ein ich Lager. Ich bin froh, dass du geblieben bist. Wenn du da draußen wärst, solltest du mich finden können. Und ich hatte die Leuchtpistole. Ja, Miguel war wohl dorthin unterwegs als... Armer Kerl. Ah, oh, das war Miguel. Wie ist Eli überhaupt in deinen Arm gekommen? Ich wollte rausfinden, ob das Wasser sauber ist. Jetzt weiß ich's. Glaubst du denn das alles wirklich? Das Zeug über die Katastrophen, die Apokalypse? Ich glaube, falls es stimmt, ist es wichtig genug, um dafür zu sterben. Oder für Trinity, um dafür zu töten. Es geht also eigentlich um Rache. Nein, nein, ich... Als ich den Schlüssel nahm, spürte ich eine Macht, die mich mit sich zog. Sie ist real. So. Wenn da eine Macht war, als du den Schlüssel nahmst, ist sie dann jetzt in deinem Kopf? Nein. Sie war weg, als Dominguez den Schlüssel nahm. Wenn sie so stark ist, wie kannst du dann sicher sein? Finden wir einfach Kuvak Jako, okay? Ja. So, sind die beiden jetzt weißt mal... Wenn es um Rache ginge, würde ich's verstehen. Ach, wirklich? Wärst du jetzt nicht lieber im Warmen mit einem Bier und vielleicht einer freundlichen Fremden? Doch, das schon. Und zwar viel lieber. Oh, meine Fremde. Würde ich verstehen. Es ist keine Rache. So. Jetzt nochmal, kann man da jetzt vielleicht noch. Ja, siehst du, nach dem Gespräch dachte ich es mir doch. Deswegen ich bin so wollte ich da nicht weitergehen. Dass Jonah wieder da ist. Vor allem nachdem Miguel. Gut, dass Jonah nicht groß gefragt hat. Die Jaguare. Er soll sich nicht sorgen. Das wäre nicht hilfreich. Ja, der war gut zerfetzt. Wir müssen ne, gut Miguel. Vorbereitet sein, wenn wir es mit Trinity aufnehmen wollen. Da waren keine Beine mehr da. So, was haben wir denn da so? Das haben wir schon. Stellen Sie Lockpfeile her. Feinde werden angelockt und lösen eine tödliche Giftwolke aus. Das ist auch nicht schlecht. Sie können schneller schwimmen natürlich. Die Luft schneller, länger anhalten. Ja, ich finde... Stellen Sie Lockfallen aus feindlichen Leichen her. Feinde werden angelockt und lösen eine tödliche Schrapnellenexplosion aus. Giftgranaten. Ja, vielleicht gucken wir mal da mal. Sind leiser, weil das gehört ja auch fast zum... Eigentlich sollte... Wieso eigentlich ist das bei Sammler? Lautlot-Kills. Erhalten Sie Fähigkeit... Fallgift und Toxin. Spinnen, das hatten wir schon. Die Zeit des genauen Ziels bei aufgeladenen Schüssen. Ja, entweder Dester oder Dester. Ich glaube, ich nehme mal Dester. So, was haben wir denn beim Inventar? Upgrades herstellen. Waffen-Upgrades benötigen Waffenteile, Ressourcen und Fähigkeiten. Melden Sie im Inventar eine Waffe und klicken Sie auf das Upgrade-Icon.
um zum Upgrade-Menü zu gelangen. Wählen Sie ein Upgrade aus und klicken Sie zum Bestätigen. Das Upgrade wird automatisch an der Waffe angebracht. Weiter. Ach, da kann man meinen Bogen upgraden. Wie soll ich da so viele... Hä? Achso, ich kann jetzt aber nicht das upgraden, oder? Also hier. Drei Upgrades verfügbar. Hä, habe ich so viele Bögen dabei, oder was? Dieser Bogen ist energieeffizienter als sein geradliniges Gegenstück, wodurch Pfeile mit mehr Geschwindigkeit und Kraft abgeschossen werden. Ach, das ist die Feuerrad. Ach, ich kann echt verschiedene Bögen. Das ist mein Standardbogen. Ich finde den ganz nice eigentlich. Was haben wir denn da noch? Oh! Ah, ich glaube, das ist... Ja. Mhm. Ja, das ist... Ach ja, weil das wahrscheinlich, weil ich diese Gold Edition habe oder sowas. Deswegen habe ich da mehr Aussehen-Design, aber ich kann da nichts upgraden. Den könnte ich upgraden. Wer halt jetzt... Nicht alle upgraden, nur den nicht. Okay. Ja, das ist wie hier. Das ist ja alles. Ja, nur dabei, weil ich ja hier diese Super Edition habe. Genauso wie das hier, wahrscheinlich. Aber okay, okay. Ich nehme trotzdem den Bogen, den ich jetzt ausgewählt habe, weil ich es kann. Genau. Nee, ich kann's nicht. Also ich kann schon, aber ich spiele immer nur mit dem ersten. Waffen-Upgrades. Upgrades verbessern Waffeneigenschaften. Wie Zielgenauigkeit, Handhabung der Munitions- oder Munitionskapazität. Einzelne Eigenschaften können mehrmals verbessert werden. Manche Fähigkeiten ermöglichen bessere Upgrades. Okay. Genau. Ich muss mich wieder mal ein bisschen reinfuchsen. Versteckte Arme. Der Schaden wäre ganz nice, aber den kann ich leider noch nicht. Da fehlt mir irgendwas. Ah ja, ah ja, toll. Hätte ich mal lieber noch ein Wildschwein gejagt. Siehste, wäre ich jagen gegangen. Oh, da brauche ich ein bisschen mehr. Ziehgeschwindigkeit, die ist natürlich gut. Haltezeit ist gut. Gut, mehr kann ich dann sowieso nicht machen. Aber welchen habe ich jetzt gehabt? War das den, den ich jetzt geupdatet habe? Oder habe ich... Ja, weil ich den auch auswählen wollte, ne? So. Weil es ist einfach der Originalbogen und den behalten wir auch. Es wäre irgendwie lame, jetzt mit so einem zu spielen, oder? So. Das wäre auch ganz nice abzugraden. Aber wir haben die Kletteraxt. So. Wir sind jetzt hier. Und ich finde, es ist eine sehr gute Stelle und eine super Zeit aufzuhören. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und mal was ganz anderes. Ich wollte mal, ich weiß, es bringt jetzt ein bisschen alle raus aus dem Game, aber eine Frage hätte ich. Und zwar, findet ihr das eigentlich besser, wenn ich nach jeder Folge mich verabschiede und bei jeder Folge mich euch neu begrüße? Oder soll ich das weglassen und einfach so gesagt aufhören und fortführen, ohne Hallo und Tschüss? Weil dann hättet ihr theoretisch ein fortlaufendes... eine fortlaufende Playlist ohne immer wieder Hallo und Tschüss. Das weiß ich nicht, wie es ihr empfindet. Was ist besser, mit Begrüßung oder ohne? Vielleicht wollt ihr auch immer begrüßt werden, aber den Abschied einfach ignorieren. Ja, schreibt es einfach mal hier in die Kommentare bei dem Video, dann weiß ich da Bescheid. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen noch in der Folge. Und bis zur nächsten Folge. Tschüss.